Ja, willkommen zum heutigen Webinar. FX Blue, neue Funktionen mit MetaTrader 4, unser Zusatzpaket für den MetaTrader 4. Und mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich denke mal, einige kennen mich bereits aus den vergangenen Webinaren. Ich sehe auch viele bekannte Namen in der Teilnehmerliste. Und wir wollen heute gar nicht so viel Zeit verlieren jetzt am Anfang, da wir heute ein bisschen weniger Zeit haben. Aber nichtsdestotrotz werden wir das Wichtigste heute besprechen. Dann werde ich direkt erstmal zum Risikohinweis einmal schalten. Einmal bitte durchlesen und natürlich auch für die Aufzeichnung später für diejenigen, die sich das angucken. Und danach werden wir auch direkt beginnen. Okay, dann wollen wir loslegen. Zunächst einmal die Webseite von uns, wo Sie das Paket FX Blue finden. Sie sehen hier unten rechts bereits schon einen Link, wo Sie draufklicken können und dann zu den Informationen gelangen. Was machen wir jetzt auch? Oder Sie könnten auch hier über Software FX Blue, aber wir drücken jetzt hier drauf. Da finden Sie bereits erste Informationen, welche Tools überhaupt im Paket enthalten sind. Und dann haben Sie schon mal einen Überblick, was Sie alles verwenden können. Und hier unten ist bereits auch ein Intro-Video. Da werden die Funktionen vorgestellt. Und das können Sie sich, falls noch nicht, können Sie sich das in Ruhe, aber nach dem heutigen Webinar natürlich angucken. Und darüber hinaus, also wenn Sie Fragen haben, können Sie sich natürlich jederzeit bei uns melden. Den Download finden Sie hier oben. Können Sie hier direkt zum Download gelangen oder wie gesagt unter Software Downloads. Ja, gut, dann schalten. Also ganz kurz, ich habe hier noch eine Rückmeldung, dass man wohl mich nicht versteht, dass man mich nicht hören kann. Können das die anderen auch bestätigen oder ist das nur jetzt bei dem einen Teilnehmer? Okay, Ton ist gut. Okay, super. Dann liegt es leider bei dem einen Teilnehmer. Tut mir natürlich sehr leid, schreibe ich kurz rein. Okay, dann schalte ich auch jetzt um direkt zum MetaTrader. Wie gesagt, wollen nicht so viel Zeit verlieren heute. So, ich denke mal, der ist jetzt aktiv und Sie können den MetaTrader sehen, die Plattform. Wie gesagt, Einführungsvideo zum FX Blue. Vielleicht kennen die den einen oder anderen noch unter FX Lab Pro. Finden Sie bei uns auf der Webseite, habe ich gerade gezeigt. Heute werden wir uns mal den Trading-Alltag angucken. Das heißt, welche Tools sind eigentlich, ja, oder helfen uns beim Trading? Welche Tools geben uns wichtige Informationen? Und dann werden wir uns das Wichtigste angucken, also meiner Meinung nach zumindest das Mini-Terminal und da nochmal detailliert drauf eingehen. Selbstverständlich können Sie Fragen stellen, auch zu anderen Tools. Wäre natürlich super, wenn Sie zum Thema dann direkt eine Frage stellen und wir nicht hin und her springen. Ja, also ich gehe ein paar Sachen durch. Sie können dann gerne dazu Fragen stellen. Dann werde ich natürlich Ihnen die Möglichkeit geben, noch zu anderen Tools die Fragen zu stellen. Gut, also wir beginnen unseren Trading-Alltag und wollen erstmal natürlich Informationen haben, unter anderem zum Beispiel, welche News kommen denn heute. Und dazu öffnen wir einfach willkürlich einen Chart und zwar darum, falls Sie es noch nicht unser Einführungsvideo gesehen haben oder das noch nicht wissen, es gibt Tools, die benötigen einen eigenen Chart und andere öffnen sich im eigenen Fenster. In dem Fall, wenn wir
unser Kalender-Tool öffnen wollen, benötigen wir einen Chart. Deswegen können wir einfach irgendeinen nehmen, denn der wird überschrieben. Und dann ist das FXFlat Connect und den ziehen wir einfach hier rüber. Das habe ich auch sehr oft schon gezeigt, wie man generell Expert Advisor oder Indikatoren hinzufügt. Falls aber da noch eine Frage ist, bitte einfach in den Chat reinschreiben. Und dann haben wir hier unsere Newsfeeds und natürlich dann auch den Kalender. Sehr nützlich, ganz besonders, wenn man am Anfang bei der Vorbereitung sich den Tag mal anguckt, was erwartet mich überhaupt und entsprechend, wenn man nicht unbedingt während den Wirtschaftsdaten im Markt sein möchte, kann man hier schon mal wissen, wo überhaupt oder wann überhaupt Daten rauskommen. Hier vorne haben Sie Nachrichtenfeeds. Das bedeutet, Sie können oder die sind bereits zwei, drei Quellen voreingestellt. Sie sehen hier auch, es sind teilweise oder nicht teilweise, sondern glaube ich, die voreingestellt sind, sind in Englisch. Sie haben natürlich aber die Möglichkeit, eigene Feeds hinzuzufügen, also auch deutsche. Und wenn Sie dann die URL haben, also den Link, können Sie hier unter Add a Feed und click here to type in the URL of Feed. Und dann geben Sie hier den Link rein, dann wird das überprüft und dann sollte das auch auf jeden Fall drin sein. Ja, finde ich wirklich eine sehr nützliche Funktion. Und dann kann man tagsüber definitiv hier dann auch angucken, welche Nachrichten gerade rauskommen, die natürlich auch einen Einfluss auf den Markt haben könnte. Wenn Sie auch Aktien-CFDs bei uns handeln, werden Sie natürlich dann hier, wenn vorausgesetzt, Sie fügen die richtigen Feeds hinzu, dann auch direkt zu den Aktien dann Nachrichten kommen. Wenn man jetzt ein Multi-Monitor-System hat, ich werde das heute natürlich auf einen Monitor begrenzen, da Sie natürlich nicht mehr sehen können jetzt. Könnten Sie hier über Undock Window das hier freischalten? Das kann ich jetzt einmal machen. Das ist jetzt bei mir auf einem anderen Monitor. Ich schiebe das nochmal zurück. Und dann können Sie natürlich individuell Ihre Fenster anordnen, so dass Sie zum Beispiel jetzt hier die Nachrichten immer im Blick haben. Und so natürlich schneller reagieren können. Ja, also wie gesagt, undock und dann können Sie entsprechend verschieben, wenn Sie mehrere Monitore haben. Ich werde das jetzt wieder andocken, damit wir alles im Überblick haben. Sie haben hier die Möglichkeit nach Filter, ja, oder beziehungsweise nach Suchwörter zu filtern. Das heißt, Sie können dann nur für Euro, US-Dollar oder nur für eine Aktie entsprechend die Nachrichten anzeigen zu lassen. Dann kommen wir zum Kalender. Da haben wir ja jetzt anfangs drüber gesprochen. Und hier haben Sie wunderschön in der Tabelle alle Wirtschaftsdaten, die heute veröffentlicht werden. Wir hatten jetzt hier den Montag und wir haben hier zum Beispiel zwei, ja, High-Wirtschaftsdaten. Also heißt High in dem Fall, dass die Wirtschaftsdaten durchaus in der Lage sind, den Markt sehr zu beeinflussen. Ja, also wenn da eine Zahl rauskommt, dann wird der Markt definitiv darauf reagieren. In der Regel. Ne? Wir haben auch schon andere Beispiele gehabt, aber wenn hier high ist, dann sollte man natürlich entsprechend mit Vorsicht agieren. Sie könnten das natürlich filtern lassen, indem Sie nur sagen, ich möchte nur die wichtigsten Wirtschaftsdaten anzeigen lassen, dann könnten Sie ja All Impacts auf High Impact ändern. Und dann kriegen Sie zum Beispiel hier alle wichtigen oder für wichtig erachtende Wirtschaftsdaten. Für diejenigen, die nicht ganz genau wissen, AM, PM, also AM ist natürlich vormittags bis 12 Uhr und nach 12 Uhr mittags dann entsprechend PM. Die Uhrzeiten sind allerdings schon angepasst, das heißt, das sind auch unsere deutschen Zeiten. Ja? Gut, hier sieht man noch natürlich, für welche Währung die Wirtschaftsdaten dann entsprechend sind.
hier heute Nacht um 4 Uhr morgens bei uns Daten für China rausgekommen. Das ist dann auch eigentlich relevant für die Indizes, sprich für den DAX und natürlich dann später für den Dow Jones und S&P 500 natürlich. Und ansonsten war heute, wie wir sehen, eigentlich ein recht ruhiger Tag, ja. Morgen allerdings sieht es dann wieder anders aus. Wir haben hier in der Nacht wieder für den australischen Dollar und dann morgen für Cable, US-Dollar und neuseeländischen Dollar entsprechend, wie Sie hier sehen, die Uhrzeiten angezeigt. Okay, ich denke dazu ja, gibt es erstmal keine Fragen. Sehr übersichtlich, eigentlich einfach gehalten. Ich denke, das sollte verständlich sein. Dann haben wir uns jetzt hier angeguckt, was welche Wirtschaftsdaten rauskommen. Und je nachdem, welche Produkte wir handeln, wollen wir natürlich wissen, ob die Märkte dafür überhaupt geöffnet haben. Heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt, bleiben wir bei Forex, bei Devisenpaare, wenn ich da den Euro-US-Dollar handeln möchte, dann schaue ich natürlich, dass ich die Marktphase handle, wo auch der Hauptplatz oder ich sage mal die Hauptbörsen dafür auch geöffnet sind. Das bedeutet in dem Fall, Euro-US-Dollar liegt natürlich nahe, dass Europa entsprechend die Märkte offen sind. Heißt Frankfurt, London, ja. Und wenn man nicht ganz genau weiß, wann die Märkte eröffnen, dann haben wir hier noch ein Tool dazu und zwar heißt der Session Map. So, jetzt öffne ich auch natürlich hier den Euro-US-Dollar, lasse den schon mal offen und kann den Session Map hier reinziehen und habe dann entsprechend hier die Hauptbörsen aufgelistet, heißt New York mit der Wall Street, London, Tokio und Sydney. Ja. Und dann können Sie entsprechend, wenn das hier markiert ist, sehen Sie, welcher Markt gerade geöffnet hat. So kann man auch ein bisschen jetzt kann ich das Wort nicht aussprechen, aber dann können Sie und dann entsprechend das Produkt auswählen, was in dieser Börse entsprechend gehandelt wird. Somit wäre es zum Beispiel unsinnig, während ja, London oder New York, mal abgesehen von davon, dass die Märkte natürlich zu sind, aber den Nikkei zu handeln, ja, als Beispiel. Oder andersrum, wenn Asien offen ist, dann entsprechend den DAX zu handeln, da dafür die Hauptbörse nicht offen ist. Dann haben Sie das hier immer im Überblick und Sie sehen auch hier, da werden auch die Nachrichten angezeigt, die noch kommen werden. In dem Fall, wenn Sie da drüber halten, dann haben Sie nur einen Mouse-Over-Effekt und Sie sehen dann entsprechend die Uhrzeit, das Datum und natürlich, welche Wirtschaftsdaten da rauskommen. Und alles, was dahinter ist, ist bereits schon für den nächsten Tag. Okay? Und Sie sehen hier ein paar rote Punkte oder Kreise. Das sind die Wirtschaftsdaten, wo erwartet wird, dass sich der Markt entsprechend stark darauf reagieren wird. So, und dann könnte man das natürlich, wie gesagt, wenn man mehrere Monitore hat, entsprechend woanders hinschieben, so dass man das immer im Blick hat. Sie haben auch hier die Uhrzeit und so weiter. Sie sehen, dass die Weltkarte hier rot markiert ist. In dem Fall, weil ich jetzt auf dem Demokonto hier eine Position offen habe und die gerade im Minus ist und deswegen wird das hier entsprechend farblich markiert. Wenn Sie hier drauf drücken, dann sehen Sie auch gerade die Kontoinformationen, wie es gerade bei Ihnen aussieht, einfach nur als Kurzinformation. Gut, so, dann haben wir die Wirtschaftsdaten und wir wissen, welche Börsen jetzt geöffnet haben oder Börsenplätze. Und dann wollen wir natürlich jetzt anfangen zu handeln. Ich werde das jetzt einfach mal nach oben wegschieben.
Falls dann noch Fragen dazu kommen, kann ich das dann schnell wieder reinziehen. Jetzt nutzen wir das Mini-Terminal, um entsprechend unsere Trades ausführen zu können, ja? Und zwar mit bestimmten Funktionen, was der MetaTrader standardmäßig nicht hat. Nicht hat bedeutet in dem Sinne, dass es an der Oberfläche diese Funktionen nicht auswählbar sind. Bei MetaTrader ist es so, dass MetaTrader letztendlich sehr vieles bis alles kann, würde ich behaupten. Leider muss man da ein bisschen immer nachhelfen mit zusätzlichen Indikatoren oder Expert Advisor und so weiter. Vorteil ist natürlich, dass man individuell alles anpassen kann. Ja, also tatsächlich nur das benutzen kann, was man auch braucht und nicht alles, ja, viele Funktionen integriert sind, die man letztendlich überhaupt nicht braucht. Aber Mini-Terminal in dem Fall ist für die unsere Order-Aufgabe zuständig und beinhaltet sehr viele weitere Ergänzungen, was uns natürlich beim Trading hilft. Und von daher werden wir das jetzt mal ein bisschen genauer angucken, denn das ist, glaube ich, das Tool, was am meisten benutzt wird. Und entsprechend gibt es da ein paar Sachen, die man beachten sollte. Grundsätzlich haben Sie hier als Information ja, Felder die Lots, also unsere Positionsgröße und Stop Loss, Trailing Stop und Take Profit. Natürlich haben Sie hier die Preise zum Verkaufen, zum Kaufen und die Spread-Anzeige. Gut, so grundsätzlich kann ich jetzt einfach hier drauf drücken. Ja, angenommen, Stop Loss wäre jetzt 0. Ich könnte jetzt einfach meine Lot Size bestimmen und klicke auf Buy. So. Also bis dahin nichts Neues, ja. Das könnten Sie mit dem alten One-Click-Trading, könnten Sie das auch machen. Jetzt allerdings, je nachdem, welche Einstellung man hat, hat man die Möglichkeit, hier den Hedge-Modus entsprechend abzuschalten. Grundsätzlich ist bei MetaTrader Hedging erlaubt und auch aktiviert. Aber mit dem Mini-Terminal haben Sie die Möglichkeit, entsprechend diese Funktion über das Mini-Terminal auszuschalten und entsprechend dann Ihre Position managen. Ganz wichtig, ich habe das hoffentlich betont und Sie haben das ausgehört, über Mini-Terminal können Sie das entsprechend machen. Wenn Sie die Einstellung machen, und zwar finden Sie das bei Ihnen hoffentlich dann auch auf Deutsch, hier unter Einstellungen, finden Sie hier die Möglichkeit Non-Hedging Mode. Ja, also bedeutet, dass Hedging in dem Fall aktiviert ist. Was bedeutet das? Ich bin jetzt hier in der Position Long im Euro-US-Dollar. Und Sie kennen das ja normalerweise so, dass wenn ich jetzt auf Sell drücken würde, die gleiche Positionsgröße, würde eben eine zweite Position eröffnet werden. Ja, eine gegenläufige Position. Wenn ich jetzt das aber über ein Mini-Terminal mache, dann werden die Positionen oder wird die Position entsprechend geschlossen. Und das machen wir jetzt auch einmal. Und Sie sehen, die Position ist geschlossen mit dem Gegenauftrag. Also ich bin 0,1 long gewesen und habe dann meine Position mit 0,1 dann entsprechend geschlossen, weil ich diese Position wieder verkauft habe. Nun, jetzt könnten Sie natürlich hingehen und damit auch Teilschließung machen. In diesem Fall bin ich jetzt 0,2 Mini-Lot long, will aber, weil der Kurs jetzt entsprechend in meine Richtung gelaufen ist oder sonstiges, oder ich mache ein Scale-Out. Ein Scale-Out bedeutet, wenn die Position gegen mich läuft, nehme ich ein Risiko aus dem Markt und will dann aber die Hälfte wieder verkaufen, weil mir doch das Risiko zu hoch groß wird. Dann stelle ich hier die Größe ein, die ich teilschließen möchte und klicke entsprechend auf Verkauf, weil, wie gesagt, wir sind jetzt long im Markt. Und wenn ich das jetzt mache, sollte sich die Zahl hier unten von 0,2 auf 0,1 ändern. Das probieren wir jetzt natürlich. Und Sie sehen, 0,1
Sie haben eine Teilschließung gemacht. Funktioniert natürlich im Profit sowie auch im Verlust als Verlustbegrenzung. Ja, nun gibt es aber auch jetzt nochmal die Situation, dass Sie jetzt sagen, gut, ich bin jetzt 0,1 Lots im Markt, Long, mir gefällt die Situation aber für Long nicht mehr, ich möchte die Position drehen. Dann müssten Sie jetzt normal diese Position schließen, dann wieder eine neue Position öffnen und so weiter. Wenn Sie aber jetzt schon wissen, wie viel Sie letztendlich jetzt Short sein möchten, dann könnten Sie das hier eintragen. Natürlich berücksichtigt, dass wir noch 0,1 Lot im Markt sind. Heißt, wenn ich jetzt 0,2 Lot Short sein möchte, dann trage ich hier 0,31. 0,31, weil ich entsprechend die 0,1 auch noch verkaufen muss. Und probieren wir das mal aus, ob das klappt. Und entsprechend sehen Sie, bin ich dann auch 0,2 Short, wie gewünscht. Ja? Diese Funktion, das Umdrehen, könnten Sie jetzt sogar noch einfacher machen. Allerdings wird dann die gleiche Positionsgröße dabei beachtet. Und zwar, wenn Sie hier drauf drücken, wo jetzt letztendlich Ihre Position angezeigt wird, und Sie gehen hin und auf Deutsch würde jetzt da stehen, umkehren. Ja, bei mir ist es jetzt auf Englisch, reverse. Das mache ich. Und dann sollte ich wieder 0,2 Mini-Lots im Markt haben. Und das machen wir jetzt auch. Und Sie sehen, die Position wird dann automatisch für Sie umgedreht. Heißt im Hintergrund, die erste Position, die Short-Position wurde verkauft und gleichzeitig wurde eine Long-Position eingegangen. Nun bleiben wir hier direkt und Sie sehen, Sie haben noch mehr Funktionen. Das heißt, wenn Sie hier auf dieses Informationsfeld zur Positionsgröße draufklicken, dann sehen Sie hier bereits mehrere Funktionen. Sie könnten jetzt hier Hedge eingeben und dann wird die Position geschlossen. Wir werden nochmal eröffnen. So, egal was. Reverse haben wir gerade gemacht. Sie haben die Möglichkeit, nur alle Positionen zu schließen, die im Verlust sind. Ja, in dem Fall hätten Sie auch die Möglichkeit, alle Positionen, die im Gewinn sind, zu schließen und nur Pending Orders zu löschen. Alle offenen Positionen zu löschen, das heißt, die Pending Orders würden weiterhin bestehen bleiben, oder Close All, das heißt wirklich alle Positionen und Orders werden dann entsprechend geschlossen, aber natürlich hier für das Produkt Euro, US-Dollar, also nicht allgemein für alle Positionen, die Sie eventuell noch im DAX haben oder sonstiges. Okay, dann kriegen Sie hier noch ein paar Informationen zusätzlich, einfach Betrag in Euro, wie viel sie im Plus sind und so weiter. Gut, jetzt kommen wir natürlich zu weiteren tollen Funktionen und zwar, was vorher nicht möglich war, ist die Positionsgrößenbestimmung nach Risiko. Ja, das heißt, Sie möchten jetzt nur 1% Risiko riskieren, dann könnten Sie zum Beispiel, wir gehen jetzt mal über den normalen Weg, es gibt dann noch ein paar Tricks, die Sie machen könnten, aber wäre erstmal über den normalen Weg, würde, wenn Sie hier draufklicken, also rechts auf den gelben Button hier, und dann kommt diese Order-Fenster, dieses Order-Fenster. Und hier haben Sie die Möglichkeit, für Ihren Trade Parameter einzustellen. Wir belassen es bei Buy, wobei ich Ihnen natürlich zeigen möchte, Sie haben hier auch hier eine zusätzliche Order-Typen. Normalerweise haben Sie, sage ich mal, bis Sell Stop ist so Standard-Order-Typen im MetaTrader. Aber wie Sie sehen, kann der MetaTrader auch mehr. Und zwar OCO Breakout und OCO Reversion. Breakout, ich denke, das wird ein Begriff sein für die meisten, bedeutet, Sie bewegen sich in der Range und Sie möchten einen Ausbruch handeln, egal in welche Richtung, ob nach oben oder nach unten. Wenn dann eine Order dann ausgeführt wird, dann wollen Sie nicht, dass die andere Order weiterhin im Markt bleibt, sondern Sie gehen natürlich dann entsprechend in die eine Richtung.
Und das passiert mit OCO Breakout Order. Wenn eine ausgeführt wird, dann wird für sie automatisch die andere geschlossen. Und diese Funktion ist letztendlich nichts anderes, nur dass wir da kein Breakout handeln, sondern tatsächlich einen Abprall zum Beispiel. Das bedeutet, sie sind der Meinung, dass sich der Markt weiterhin in dieser Range sich bewegen wird. Ja, wir haben dann eine obere Range oder einen oberen Preis und einen unteren Preis. Und sie sagen, egal wo der Markt hingeht, ich möchte, dass er mich da abholt, weil er da wieder abprallen wird und entsprechend wieder in die andere Richtung. Und das passiert hier mit dieser Order-Typ, mit dem Order-Typ OCO Reversion. Und die andere Order wird dann selbstverständlich dann auch wie OCO Breakout für sie automatisch dann wieder gelöscht, vom Server gelöscht. Das Templates werde ich dann gleich nochmal besprechen. Wir belassen es bei beiden in dem Fall und dann könnten wir Lot Size hier entsprechend nach einem festen Betrag berechnen lassen, nach Prozent von der Equity und vom Kontostand. Wo ist hier da und der Unterschied? Sie sehen das hier im Terminal, also ich habe das hier auf Terminal geklickt, falls Sie das noch nicht anhaben. Und jetzt sehen wir hier meine beiden Positionen. Ja? Ich werde die mal löschen, weil einfach damit nicht zur Verwirrung kommt. Und Sie sehen hier einmal die Equity und der Kontostand. Also hier in dem Fall, falls Sie es auch auf Englisch haben, Balance wäre in dem Fall hier der Kontostand. Sie sehen aber, dass der Kontostand fest ist. Der beinhaltet nicht offene Positionen, also wie gerade der Gewinn oder Verlust ist. Equity aber berücksichtigt das und natürlich selbstverständlich auch entsprechend floatet er, also bewegt er sich, ja. Und für das Risikomanagement müsste man eigentlich auch beachten oder müsste man auch die offenen Positionen beachten. Das heißt, ich könnte natürlich nach Kontostand gehen und sagen, in dem Fall hätte ich jetzt 4.217 Euro auf dem Konto und möchte davon 1% riskieren, was so ein Standardwert ist, was auch völlig in Ordnung ist. Nur, wenn ich aber dann 10 Positionen jeweils mit 1% riskiere, habe ich da dann in der Summe selbstverständlich 10% Risiko, was das Ganze natürlich ja, eine ganz andere Situation ist. Wenn Sie aber jetzt 1% von der Equity nehmen, dann wird das Risiko, Sie riskieren zwar immer noch 1%, aber von dem Betrag, was Sie dann auch letztendlich tatsächlich gerade zur Verfügung haben. Denn angenommen, die Positionen, die anderen 9, wären jetzt im Verlust, wäre Ihre Equity natürlich auch geringer. Und 1% wäre da natürlich ein ganz anderer Betrag. Nur damit Sie da den Unterschied wissen, sollte man doch letztendlich beachten bei der Risikobestimmung. So, wir machen jetzt einfach, wir sagen, ich möchte jetzt einen festen Betrag riskieren. Ja, 100 Euro, Stop-Loss möchte ich in dem Fall 20 Pips und Take-Profit lassen wir jetzt aber einfach mal offen, weil es geht jetzt erstmal tatsächlich nur um die Positionsbestimmung. Und wenn wir jetzt die Order platzieren würden, ich schließe mal diese hier, einfach damit wir das immer genau sehen können, was passiert. Wenn ich das jetzt mache, dann hätte ich hier 20 Pips Stop-Loss und würde dabei 100 Euro riskieren. Für Sie als Info, hier, ich weiß nicht, ob vielleicht ist das dem einen oder anderen schon aufgefallen, dass man im MetaTrader eine Null berücksichtigen muss bei Devisen. Und zwar, wenn man zum Beispiel Trailing Stop einstellt, also jetzt, wir reden jetzt nicht hier von unserem FX Blue Paket, sondern wenn man ganz normal über MetaTrader handelt. Aufgrund der fünften Nachkommastelle muss man hier entsprechende Null berücksichtigen. Hier in dem Fall sind die Programmierer hingegangen und haben das bereits im Code berücksichtigt, so dass man tatsächlich hier nur 20 Pips eingeben kann. Ja, wenn Sie den DAX zum Beispiel handeln, dann müssen Sie die Null hier beachten. Dann wären nicht 20 Pips, sondern müssten Sie tatsächlich 200,
für 20 Punkte einstellen. Ja, also bitte da entsprechend auf dem Demokonto erstmal sich dann gewöhnen, wo muss ich entsprechend, kann ich richtig eingeben, also so wie man es kennt, oder wo muss man entsprechend noch eine Rundnull berücksichtigen. In dem Fall können wir das so lassen und wir platzieren jetzt den Trade und Sie sehen, bei 100 € Risiko und 20 Pips Stop-Loss mit meinem Kontostand kann ich 0,56 Lots riskieren. Ja? Und dann haben Sie, wissen Sie, egal was die Position macht, wenn Stop-Loss gegriffen wird, verliere ich da 100 € und Sie müssen das nicht alles manuell berechnen. Nun habe ich Ihnen ja schon vorangekündigt, dass es auch da mehrere Möglichkeiten gibt. Und zwar nicht nach einem festen Betrag, so wie eben schon erklärt, entweder nach Equity oder Kontostand. Wir nehmen jetzt einfach mal Equity. Jetzt in dem Fall wird natürlich kein Unterschied geben, da wir keine Position im Markt haben. Von daher wäre es jetzt, wenn Sie flat sind, also keine offene Position haben, ist Equity oder Kontostand natürlich in dem Fall gleich. So, dann nehme ich hier 1% und sage wieder, ich möchte jetzt 20 Pips riskieren und platziere die Order. Und in dem Fall bei 1% kann ich dann 0,23 Lots riskieren bei den 20 Pips Stop-Loss. Okay? Gut. Wir lassen die Position einfach mal offen. Wir gehen, Sie haben hier noch zusätzlich beim Stop-Loss. Könnten Sie natürlich auch andersrum, Sie könnten vom Stop-Loss, Sie können den Stop-Loss auch mit Ihrem Risiko berechnen lassen. Und zwar, wir nehmen hier entsprechend, belassen wir das dabei und Stop-Loss werden wir hier, sagen wir, 1% riskieren und platzieren jetzt die Order und dann wird er bei 0,3 Lot, was wir da eingestellt hatten. Hier, die Lot Size war ja fix, ne, haben wir eingestellt. Und wir haben gesagt, ich möchte 1% riskieren. Wird er dann entsprechend die Distanz für unser Stop-Loss berechnen? In dem Fall haben wir bei 1%, haben wir gesagt. Dann schauen wir mal. Das sind jetzt 15, ungefähr 16 Pips. Ne? Sie sehen das unter Punkte. Da sehen Sie auch, was ich meine mit einem Null berücksichtigen. Hier wird das zum Beispiel als 159 angezeigt, so wie MetaTrader standardmäßig das auch macht. Was Sie aber da im Mini-Terminal nicht berücksichtigen müssen. Aber wenn hier jetzt steht 159, dann heißt das für Sie, das sind 15,9 Pips in dem Fall. Und Sie sehen auch da 42 €. Das sind dann ungefähr die 1% Risiko, was ich da eingegeben habe. So, jetzt könnte man das natürlich alles ganz schnell, oder es gibt eine Möglichkeit, das schneller zu machen. In dem Fall einmal können Sie einmal alles einstellen und entsprechend hier Save Template machen. Das bedeutet, wir würden eine Vorlage einrichten, wenn wir jetzt den Trade oder diese Positionsgröße immer und immer wieder traden, dann könnten wir das als Vorlage speichern und entsprechend würde das hier auftauchen. Das bedeutet, um da einfach schneller den Trade auszuführen, könnten Sie hier draufklicken, dann hier auswählen. Ja, ich habe hier zum Beispiel schon bei 1% und ja, würde das jetzt machen und entsprechend würde das ausgeführt werden. Nun sagen Sie, ja gut, da muss ich immer noch ein paar Mal klicken. Stimmt. Wenn Sie die Steuerungstaste gedrückt halten, das ist bei Ihnen auf der Tastatur entweder links oder rechts. Rechts, da steht STRG drauf. Halten Sie die Taste gedrückt und dann klicken Sie hier drauf und Sie finden die Vorlage direkt hier vorne und können dann direkt draufklicken. Okay? Geht natürlich viel, viel schneller. Also diese Vorlagefunktion ist wirklich auch ja, doch sehr hilfreich. Wie gesagt, erstmal hier ein Template erstellen, dann speichern, hier Save Template und dann mit Steuerung und einmal draufklicken, können Sie die Vorlage entsprechend schneller ausführen. Jetzt gäbe es noch eine Möglichkeit, das Ganze berechnen zu lassen. Und zwar,
Sie können entweder bei Lots oder bei Stop Loss oder bei Take Profit in das Feld reinklicken, wieder mit Steuerung-Taste, die Steuerung-Taste gedrückt halten und dann mit der linken Maustaste reinklicken. Und da können Sie auch direkt dann entsprechend, so wie wir es vorhin hatten, unser Stop-Loss je nach festen Betrag oder Risiko berechnen lassen. Okay? Kann ja sein, dass Sie was, gerade was anderes traden oder Sie haben noch Zeit, den Trade vorzubereiten, wollen aber letztendlich wissen Sie schon, welche Positionsgröße Sie haben möchten, wollen jetzt aber nur Ihr Stop-Loss berechnen lassen. Oder Sie wissen, ich habe jetzt hier 20 Pips Stop-Loss und dann mache ich das Ganze hier in dem Lot-Feld. Linke, also jetzt Steuerung-Taste gedrückt halten, reinklicken mit der linken Maustaste und Sie sagen, ja, ich weiß ja schon, dass ich 20 Pips auf jeden Fall riskieren möchte, aber ich kenne den Betrag noch nicht. Also gebe ich hier 1% ein, beziehungsweise vom Equity, was jetzt hier kann, natürlich keinen Unterschied macht, aber Sie kriegen hier anders als in dem Feld, wo wir vorher waren, zusätzliche Informationen. Das heißt, Sie haben hier direkt schon eine Anzeige, wie viel Euro das ausmacht, wie viel ein Pip wert ist. Also heißt hier Pip Value per Lot. Bitte auch genau lesen, da steht per Lot. Nicht, dass Sie denken, dass Sie, wenn Sie mit 0,1 oder 0,01 handeln, dann entsprechend gleich wert sein wird, sondern müssen Sie natürlich berücksichtigen. Das heißt, wenn Sie ein Lot handeln würden, dann hätten Sie, wäre ein Pip 8,83 Euro wert pro Bewegung. Und Stop Loss würde dann entsprechend hier angezeigt werden. Auch per Whole Lot, also per Lot 1. Und Lots wäre hier entsprechend 0,23 für unser Cash-Risiko, was wir hier angegeben haben. Wenn man das jetzt ändern würde, dann würde natürlich Sie sehen, wäre das jetzt ein ganz anderer Betrag. So können Sie, brauchen Sie nicht lange rumrechnen, können Sie einfach sagen, okay, 1% geben Sie ein und sagen, oh, 41 Euro, gut, ich bin davon so überzeugt, von dem Trade oder von der Trading-Idee, dass ich da durchaus mehr riskieren möchte und geben da entsprechend 2 oder 2,5 und so weiter. Ja, gut, dann geben wir das hier ein, Set Lots, und dann speichert er das hier automatisch für Sie. Auch der Stop-Loss wird dann entsprechend für Sie geändert. Und Sie könnten jetzt dann den Trade entsprechend ausführen. Okay, waren jetzt viele Informationen. Ich hoffe, Sie sind mitgekommen. Es wird natürlich eine Aufzeichnung geben, da können Sie das nochmal entsprechend nachschauen, aber gibt es dazu erstmal eine Frage? Dann mache ich eine kleine Fragerunde. Ich denke aber, so war es für Sie verständlich. Sie müssen natürlich ein bisschen damit rumspielen, deswegen bitte erstmal unbedingt auf dem Demokonto ausprobieren. Das ist ja für alle Demokonten, steht unser Paket frei zur Verfügung. Aber es gibt soweit keine Fragen. Okay, sehr gut. Dann gehe ich davon aus, dass alles verständlich war. Wir haben hier noch ein paar andere Funktionen. Und zwar sind auch viele Kunden, die es vielleicht von anderen Plattformen kennen, wo man den Chart aus der Plattform heraus freigeben kann und entsprechend auf andere Monitore verschieben kann. Und auch hier mit dem MetaTrader 4 standardmäßig nicht machbar, aber mit dem Mini-Terminal ist es machbar. Und zwar, wenn Sie hier auf die Einstellung klicken, und dann haben Sie zwei Optionen. Sie könnten einmal das Mini-Terminal freigeben. So, ich habe es jetzt selber gemacht. Es ist wieder auf meinen anderen Monitor gesprungen. Ich schiebe das jetzt wieder rein. So, und dann können Sie es dahin schieben, wo Sie es gerne haben möchten. Und Sie könnten das sogar fest machen, indem Sie einfach Always on Top machen. Also hier obere Leiste, rechte Maustaste. Das bedeutet, das würde immer im Vordergrund bleiben. Sie verlieren nie die Maske ja, aus dem Blick und könnten auch so immer reagieren, falls Sie im Chart was sehen. Die zweite Möglichkeit ist,
Sie lassen das im Chart drin und geben den gesamten Chart frei. So, und dann in dem Fall würde es bei Ihnen, glaube ich, den freigeben Chart. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall undock Chart. Und dann ist der Chart jetzt bei mir weg. Ich schiebe das hier wieder rein. Und Sie haben jetzt die Möglichkeit, wirklich den Chart so anzuordnen, wie Sie das gerne haben möchten oder wie Sie das gerne, wie Sie das sich wünschen. Ja? Wenn Sie wieder das drin haben wollen, dann einfach entsprechend redock. Und dann ist das wieder drin. Das wird leider aber nicht gespeichert, wenn Sie den MetaTrader schließen. Also das bleibt alles so, wie Sie das jetzt gerade sehen. Nur wenn Sie den Chart freigegeben haben, dann wird das auch entsprechend wieder im MetaTrader gestartet. Aber wir könnten das natürlich dann wieder freigeben. Und so haben die die Möglichkeit, mit dem Connect, falls Sie natürlich mehrere Monitore haben, dann könnten Sie das entsprechend verteilen und hätten dann nur den Chart wirklich vor sich und könnten sich da darauf konzentrieren. Ja, so, wenn Sie nur einen Bildschirm haben, dann können Sie natürlich ein bisschen anpassen, ja, dass Sie das Wichtigste sehen, vielleicht auf zwei, so, und dann den Chart entsprechend natürlich größer machen. Und dann, je nachdem, können Sie hier noch einen Chart machen oder Sie verlängern das doch. Wäre jetzt zum Beispiel auch eine Option. Ja, dazu eine Frage. Also dieses Mini-Terminal ist wirklich sehr, sehr mächtig und kann wirklich oder ergänzt den MetaTrader mit sehr, sehr, sehr vielen Funktionen. So, nun, anfangs habe ich ja darüber gesprochen, dass wir natürlich schauen wollen heute, wie wir FXBlue nutzen, um unser Trading-Alltag einfach zu erleichtern. Und jetzt könnte man natürlich schauen, welche andere Produkte, Instrumente korrelieren gerade mit dem Euro-US-Dollar als Beispiel. Ja, und dafür gibt es auch ein Tool, das nennt sich Correlation Trader. So, jetzt auch hier für Sie als Hinweis: Pro Chart ist nur ein Expert Advisor möglich. Sie können durchaus pro Account mehrere Expert Advisor gleichzeitig nutzen, nur nicht in den Chart reinladen. Das bedeutet, in dem Fall habe ich jetzt versucht, hier den Coloration Trader hineinzuziehen und sie sagt mir, ja, aber da ist schon das Mini-Terminal. Möchtest du das jetzt stoppen und dafür jetzt den Coloration Trader starten oder eben nicht? Und wir wollen das ja eben nicht. Deswegen eröffnen wir jetzt nochmal einen Chart und ziehen jetzt den Coloration Trader rein, können das jetzt ausführen. Der ist jetzt bei mir auf dem anderen Monitor. Ich ziehe den jetzt hier rein. So. Und hier sehen Sie, hier können Sie einen Vergleich darstellen. Wie ist gerade die Korrelation zwischen Euro-US-Dollar und in dem Fall hier DAX, DE30. Sie haben die Möglichkeit, durchklicken in dem Feld das Produkt zu ändern. Ja, ich mache jetzt einfach mal andersrum. So, sollte ich natürlich wissen, wie das geschrieben wird. Ihr sagt Ihnen auch jetzt einen Vorschlag schon. Und hier DE30 oder zum Beispiel USD Schweizer Franken. Ja. Gehen wir mal den DAX ein, wollen wir jetzt nicht so viel Zeit verlieren. Und ich glaube, ach, okay, ich weiß, warum ich ihn nicht eingeben kann, weil ich hier den nicht in der Liste habe. Das könnte ich natürlich jetzt ändern. Machen wir jetzt ganz schnell Symbole. So. Ah, jetzt sehe ich den nicht.
Da ist jetzt drin. Entsprechend sollte das jetzt auch auswählbar sein. Probieren wir mal. Ja, da ist er. Also, das habe ich auch in den anderen Webinaren zu dem Paket schon erklärt. Hier nimmt er tatsächlich immer die Symbole, die Sie auch in der Liste drin haben. Ja, also wenn Sie da konkret etwas suchen und Sie finden es nicht, schauen Sie mal, ob Sie das in der Liste drin haben, in der Kursliste. Da wird dann meistens auch der Fehler sein, warum Sie etwas da nicht finden. Und wir sehen hier eine Korrelation von minus 91%. Bedeutet, dass Sie einfach, wenn der Euro sinkt, der US-Dollar, Schweizer Franken steigt. Würde da plus 91% stehen, dann würden Sie sich gleich bewegen. Okay? Und Sie könnten dann hier entsprechend eine andere Timeframe, also eine andere Zeitebene einstellen und da entsprechend die Korrelation anzeigen lassen. Wird sich aber in der Regel bei allen Zeitebenen sich ähnlich verhalten. Okay? Und also hier in dem Fall minus 92, also sehr starke Korrelation. Und beim DAX in dem Fall haben wir zurzeit minus 68%, dass sie einfach in der Gegenrichtung entsprechend laufen. Wenn Sie dazu eine komplette Matrix haben wollen, dann können Sie das entsprechend hier mit der Correlation Matrix. Jetzt ziehe ich das hier rüber. Okay. Und Sie haben gleich hier, na, jetzt ist der verschwunden. So. Und Sie haben das hier entsprechend eine komplette Matrix und können dann für verschiedene Produkte das entsprechend sehen, die Korrelation, können da verschiedene Vergleiche anstellen. Und hier, wenn Sie hier auf die drei Punkte klicken, können Sie entsprechend die Produkte ergänzen. Wie gesagt, schauen Sie, dass Sie das in der Kursliste drin haben und hier weitere Einstellungen vornehmen, also die Timeframe, wie viele Kerzen soll verglichen werden und entsprechend nur starke Korrelation anzeigen lassen. Das habe ich jetzt gemacht. Genau, jetzt werden nur die Starke angezeigt. Und das können Sie natürlich auch für Ihre Entscheidung nutzen, wenn Sie sagen, ich möchte nur stark korrelierende Produkte handeln, dann können Sie hier eine Auswahl treffen. Und wenn Sie da draufklicken, dann kriegen Sie sogar auch eine kleine Erklärung, was das bedeutet. Wie gesagt, vorhin plus und eine hohe Zahl bedeutet eine starke positive Korrelation und bei minus entsprechend eine negative Korrelation. Okay? So, dann habe ich hier noch eine Frage im Chat. Bitte ein kurzer Hinweis zu Autotask. Autotask. Können Sie mir da genau erklären, was Sie damit meinen? Stehe gerade auf dem Schlauch und ich weiß jetzt nicht, was Sie damit meinen. Können Sie bitte einmal ganz kurz noch reinschreiben, dann werde ich das selbstverständlich noch jetzt versuchen zu erklären. Ansonsten, meine Damen und Herren, nutzen Sie jetzt die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen. Das war vorher unter Einstellungen. Welches Tool benutzen Sie da oder wo finde ich das? Dann könnte ich eventuell da nochmal zurückgehen. War das jetzt im Mini-Terminal? Mini-Terminal, okay. Ach so, okay. Da könnten Sie auch Vorlagen kreieren, zum Beispiel für, wie Sie auch hier sehen, OCO-Orders oder Trailing Stops. Ja? Aber dazu kann ich gerne im nächsten Mal ein bisschen mehr drauf eingehen. Denn, meine Damen und Herren, die Zeit ist schon fortgeschritten. Leider müssen wir heute ein bisschen früher Schluss machen. Wenn Sie noch eine ganz wichtige Frage haben, dann bitte jetzt zu dem Mini-Terminal, also wo es jetzt, ich sag mal, ein bisschen leichter zu wo die Antwort jetzt eventuell nicht so lange wäre, aber scheint nicht der Fall zu sein. Ich hoffe, Sie konnten wirklich was mitnehmen und das Produkt ist wirklich, die Tools sind wirklich sehr mächtig und helfen tatsächlich
viel beim Trading-Alltag und auch beim Risiko und Money Management. Wir hatten jetzt natürlich nicht die Zeit gehabt, alle Tools durchzugehen. Die sind aber alle schon mal besprochen worden, ja, in den vergangenen Webinaren. Bitte da entsprechend die Videos anschauen. Wir werden natürlich nächstes Mal dann auf die anderen Tools eingehen. Ich möchte schon mal eine Vorschau machen, und zwar hier Trade Terminal. Und nur damit Sie es da schon mal gesehen haben, darüber werden wir dann ja, detailliert und explizit nächstes Mal darüber sprechen. Ja, sehr gerne. Natürlich versuche ich gerne, Sie zu unterstützen und alles Mögliche zu erklären. Und wenn Sie jetzt wirklich eine ganz wichtige Frage haben, was wir jetzt nicht besprechen konnten, scheuen Sie sich nicht, unser Service dann entsprechend zu kontaktieren. Wir helfen Ihnen dann natürlich gerne. Ich bin natürlich auch jederzeit für Sie da. Rufen Sie einfach an und dann können wir das gerne dann individuell alles durchgehen. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Abend noch und bedanke mich sehr für die Teilnahme. Ja, passen Sie auf Ihre Position auf und bis dahin viel Erfolg und gute Trades. Ciao.